Mein Name ist Thorsten Luhm und heute geht es um das Thema Makrofotografie. Da denkst du dir sicherlich, das ist ungeheuer kompliziert, da muss ich gleich losrennen, viel Zubehör kaufen und viel Geld ausgeben und mich in komplizierte Literatur einlesen. Das ist sicherlich gut, wenn man Experte werden will und je mehr du lernst, desto eher wirst du das auch freiwillig tun. Aber wenn du am Anfang noch unsicher bist, ob das überhaupt das richtige Thema ist und je nachdem, wie geduldig du auch beim Experimentieren bist, sollte man mit kleinen Schritten anfangen. Deswegen möchte ich dir heute drei Methoden vorstellen, wie man elegant und ohne ganz viel Ausgaben, ganz große Ausgaben, Makrofotos machen kann. Wenn man jetzt so ein normales Objektiv hat, da ist dann häufig hier so eine kleine Blume abgebildet. Das heißt häufig Makro. Bei diesem 50 mm Objektiv an einer Canon EOS 50D hat man einen Bildwinkel von 80 mm. Und so weit komme ich ungefähr ran. Dann habe ich ein schönes Bild, aber das ist maximal eine Nahaufnahme, aber keine Makroaufnahme. Und wenn man näher ran will, ja, dann fährt das Objektiv hin und her und dann passiert nichts. Wie kann man jetzt nun ohne große Ausgaben von Nahbereich in Makrobereich kommen? Da möchte ich dir drei einfache Wege zu aufzeigen. Der erste Weg wird dich überraschen. Da kostet dich wirklich nichts, außer vielleicht etwas Überwindung. Denn der Tipp heißt, nimm das Objektiv ab, umdrehen und umgedreht mit der Frontlinse zum Gehäuse halten. So, jetzt kommt man ungefähr 15 cm an das Motiv ran, kann wunderbare Makroaufnahmen machen. Es ist natürlich ein bisschen windig, denn man muss es hier vorhalten, man hat keine Blendensteuerung mehr und die Entfernungseinstellung geht natürlich auch nicht mehr über Autofokus, sondern indem man vor und zurück sich bewegt. Denn ein Autofokus oder eine Fokussierung generell macht ja auch nichts anderes, als diese Linsen hier drin hin und her zu bewegen. Und bei dieser Methode ist es einfach effektiver. Man bewegt sich hin und her. Das kann man natürlich später noch anders machen. Wenn dir das zu windig ist mit dem Davorhalten, gibt es natürlich schon seit vielen, vielen Jahren, seit Großvaterzeiten, ein Hilfsmittel. Das Hilfsmittel heißt Umkehrring oder Retroadapter. Kann man für wenig Geld kaufen. Die funktionieren ganz einfach. Auf der einen Seite ist das Filtergewinde und auf der Rückseite der Kameraanschluss. In diesem Fall also ein Canon-Anschluss und hier für dieses Objektiv 52 mm. Es wird wie ein Filter aufgedreht. Ich würde das nicht zu schwungvoll machen, das werde ich auch gleich noch erklären. Und dann wird das umgekehrte Objektiv, hier ist wie gesagt die Rückseite, wie ein normales Objektiv angesetzt. Und man kann dann genauso arbeiten wie mit einem anderen Objektiv. Naja, genauso natürlich nicht. Wie gesagt, keine Blendensteuerung und keine Exif-Übertragung. Das Objektiv ist nur mechanisch verbunden. Und ich erzähle diesen Trick als erstes, ganz einfach, weil es eigentlich erstmal nichts kostet und auch der Ring, der liegt bei 10 bis 15 Euro, das ist auch keine Ausgabe. Ich habe allerdings ein bisschen Bauchschmerzen, wenn es ein modernes AF-Objektiv ist, dann gibt es natürlich hier eine mechanische Belastung auf das Linsensystem und vielleicht auch für den AF-Motor. Deswegen möchte ich das nicht so wirklich empfehlen mit einem modernen Objektiv. Die sind nämlich alle ziemlich wackelig, weil sie ja durch Autofokus, damit das schnell ist, alles sehr beweglich gelagert werden muss. Und manche AF-Motoren mögen es auch nicht, wenn man mechanisch auf sie Druck ausübt, dann macht es Knirsch und ist das Objektiv häufig ein Totalschaden. Disclaimer, dafür möchte ich nicht verantwortlich sein. Also ranhalten ist wahrscheinlich weniger gefährlich, als so einen Ring zu nutzen und dann vielleicht mit Kraft drauf zu drehen. Deswegen Plan B, aber immer noch mit Umkehrring. Man nimmt sich aus dem Fundus oder besorgt sich das ein altes Objektiv, egal welcher Hersteller. Ein gutes altes Analogobjektiv. Hier ist es mit M42-Anschluss, noch mit diesem Nippel
klar, für die Blendensteuerung. Das ist solide, da kann man nur dran ziehen. Ja, da ist es überhaupt kein Problem. Da kann ich hier meinen Sohnemann draufstellen und da geht kein EIF-Motor kaputt, weil es keinen EIF-Motor gibt. Hier ist das Filtergewinde 55, Adapterring, hier Canon, aber Nikon, Pentax, was auch immer. Auf der einen Seite, wo du es anschließen willst, das ist das Entscheidende, worauf du achten musst, was dein Kamerasystem angeht. Hier ist es vollkommen egal, welches System das ist. Es kommt nur darauf an, Filtergewinde und Filtergewinde müssen zusammenpassen. So. Zack. Und nun kommt man gut ran. Es wird natürlich manche Samsung sagen, wie kannst du ein Zoom-Objektiv nehmen? Erstmal hatte ich das gerade passend bereit liegen. Zweitens hat so ein Zoom-Objektiv auch den Vorteil, du kannst ausprobieren, mit welcher Brennweite im Umkehrmodus du am besten klarkommst. Denn die sind nicht alle gleich gut geeignet. Und man kann ja hier die Brennweite verändern. Das ist jetzt nicht die Scharfeinstellung. Scharfeinstellung, die ist ja sowieso ein bisschen schwergängig momentan. Ja, die würde so gehen. Die bringt ja auch nichts. Die fährt ja den Linsenblock nur hin und her. Das macht man hier ja durch die ganze Kamerabewegung, Körperbewegung. Das ist ziemlich uneffektiv, hier noch irgendwas dran zu drehen. Ne? Kann man halt so schön die Skalen sehen. Also, um es mal auf den Punkt zu bringen, ich würde sagen, mit 70, 80 mm fährt man bei dieser Retro-Geschichte am besten. Das mit dem 50 mm Objektiv hat auch noch geklappt. Aber kürzere Brennweiten oder viel längere Brennweiten würde ich da nicht nehmen. So, die Geschichte mit dem Retro haben wir durch. Das ist sicherlich ein guter Einstieg. Was das Makrothema anbetrifft, wie gesagt, kostet am wenigsten Geld, hat eine ziemlich starke Vergrößerung. Mit der Mechanik ist es halt so eine Sache, deswegen Vorsicht. Deswegen möchte ich natürlich dir noch eine andere Methode vorstellen. Auch diese Methode ist jetzt nicht super neue Hightech, sondern auch schon aus Großvaters Zeiten. Das nennt sich Nahlinse oder Vorsatzlinse oder Englisch Close-Up. Man sieht es hier schon. Es ist einfach nur eine Sammellinse, die mit Dioptrien angegeben wird. Dioptrien ist der Vergrößerungsfaktor. Die preisgünstigen Linsen kriegst du fast immer im Set, liegen bei 20 bis 50 Euro. Und ist der Preisunterschied der Qualität, kann man natürlich viel diskutieren. Es gibt auch spezielle Achromaten, die liegen bei 100 oder 200 Euro. Aber wenn du noch unsicher bist, mit was du anfangen möchtest oder überhaupt erstmal Erfahrung sammeln willst, dann würde ich einfach erstmal so ein Set nehmen, vor allen Dingen um herauszufinden, welche Dioptrienzahl dir am gelegensten kommt. Denn nicht immer muss es heißen, je mehr, desto besser. Es gibt ja auch irgendwann das Problem, dass man gar nicht mehr das handeln kann. Wie funktioniert das nun? Die Linse wird vor das Objektiv geschraubt und da habe ich jetzt ein kleines Problem, weil ich habe mir, wie man sieht, 58er Durchmesser gekauft. Ich habe hier aber bei dem Canon-Objektiv nur ein 52er Durchmesser. Und ich habe hier ein anderes Objektiv, noch schlimmer, das hat nur 49er Durchmesser. Das ist jetzt auch wieder ein altes Analogobjektiv, aber man kann das Problem lösen. Es gibt sogenannte Step-Down-Adapter. Da steht es drauf, von 58 auf 49. Den verwende ich jetzt. Dann setze ich also erst diesen Step-Down-Adapter drauf. Und dann kommt die Nahlinse. Die wird einfach raufgeschraubt. Das spielt überhaupt keine Rolle jetzt, welches Kamerasystem das ist. Auch hier wieder das Schöne. Es spielt nur eine Rolle, welchen Filterdurchmesser es hat. Und zwar auch wirklich nur der Filterdurchmesser. Deswegen kannst du, wenn du eine Nahlinse kaufst und auch diese Step-Down-Adapter, kannst du das für alle Objektive und Kameras nehmen, die du hast. Also egal ob Canon, Nikon oder Pentax, es zählt nur der Durchmesser. Auch hier wieder meine Warnung, bei AF-Motoren nicht zu doll drehen. Andererseits sind die Linsen auch nicht so schwer, dass ich da jetzt wirklich große Bedenken hätte. Aber man sollte eben ein bisschen vorsichtig sein bei allem, auch bei allen Filtern, die man draufdreht und wo man mechanisch so ein bisschen auf diesen Motor wirkt.
Ich nutze ja hier jetzt sowieso ein Analogobjektiv, dem ist das relativ egal. Da muss man auch vorsichtig sein, denn manchmal ist es so, dass man, wenn man zu fest die Filter drauf dreht, sie gar nicht mehr abkriegt. Ne? Dann wollen wir das mal kurz abmontieren. Auch das ist organisch, man sieht da nicht, das ist keine wilde Bastelei, das ist auch eine saubere Lösung. Mal gucken. So. Du hast den Abstand gesehen, das hängt auch ein bisschen ab. Warte mal, ich fahre mal das Objektiv aus. So. Das ist die kürzeste Einstellentfernung, die ist auch etwa 15 cm wie hier mit dem Umkehrring. Hier spielen aber zwei Sachen eine Rolle. Dieses etwas ältere 50 mm Objektiv hat die als kürzeste Einstellentfernung 33 cm und eine Dioptrie Nahlinse. Das wirkt also wie durch eine Lupe fotografiert und deswegen kommt man hier mit relativ nah ran. Bei diesem Objektiv, das hat nur 45 cm Einstellgrenze, da würde man einen etwas größeren Abstand erreichen. Aber man kann natürlich dann auch andere Linsen nehmen, plus eine, plus vier Dioptrien, man kann sie auch kombinieren. Wo ist jetzt der Haken? Der Haken ist, die Bildqualität hängt natürlich davon ab, wie gut die Nahlinse gefertigt ist. Und wie ich eingangs gesagt habe, das Set für 20 bis 50 Euro ist natürlich nicht so toll wie ein Akromat, aber es ist auch nicht so schlecht, wie manche Leute immer behaupten, dass es denn ein Flaschenboden ist. Es hängt auch davon ab, welches Motiv man hat und häufig braucht man auch keine Schärfe bis zum Rand. Das ergibt sich durch die Tiefenschärfe sowieso schon, dass es auch mit einem sauteuren Akromaten oder sowas keine Schärfe bis zum Rand gibt, es sei denn, du willst Briefmarken fotografieren, aber in der Natur ist ja meistens sowieso das Zentrum das Interessante. Das Schöne ist, das Objektiv, auch wenn es jetzt ein Systemobjektiv ist, behält Autofokus, behält Blendensteuerung. Man kann also damit auch bedingt auch noch automatisch arbeiten und du hast EXIF-Daten in deinen Bildern, das ist auch ganz angenehm. Was natürlich fehlt, ist, welche Vorsatzlinse du verwendet hast. Deswegen würde ich empfehlen, man muss sich denn doch trotz aller Hightech Notizen machen und ich würde die dann irgendwie in die Anmerkungen schreiben, vor allem wenn man mit Lightroom oder ähnlichem Programm arbeitet, dass man da nur noch Notiz hat, dass man das später noch nachvollziehen kann. Ist eigentlich auch eine ganz saubere Lösung. Warum habe ich jetzt überhaupt diese Step-Down-Sache gemacht? Ich würde raten, kauf dir die Linsen in der Größe deines größten Objektivsdurchmessers und nimmst du dann Step-Down. Dann kannst du deine Linsen für alle nutzen. Dann musst du nicht für drei Objektive mit drei verschiedenen Durchmessern drei verschiedene Nahlinsen kaufen. Und wenn du die Nummer eine Nummer größer kaufst, dann wird auch das meistens bessere Zentrum verwendet. Und dann nimmt die prinzipiell ja auch die Bildqualität noch ein bisschen zu. Und der Preisunterschied ist meistens nicht so groß, aber ich glaube, die Standard-Zooms sind häufig 67 mm. Daran würde ich mich dann orientieren. Und dann eben, wenn du das noch auf einem anderen Objektiv nutzen willst, was man ja nicht machen muss, dann würde ich dafür eben diese Step-Down-Adapter kaufen. Die kosten auch nicht so viel Geld. Und mit dem Set plus 1, plus 2, plus 4 Dioptrien kann man ausprobieren, wie welche Dioptrienzahl einem am besten gefällt, wo man die besten Ergebnisse mit erzielt. Und dann kann man sich ja danach noch eine bessere Linse kaufen. Außerdem gibt es noch eine weitere Möglichkeit. So, jetzt kommen wir immer wieder auf das Standardobjektiv zurück. Das habe ich jetzt einfach mal exemplarisch genommen. Das sogenannte Plastic Fantastic, was eigentlich eine gute Bildqualität liefert, so als Around-Objektiv. Und es soll ja auch keine Materialschlacht sein, deswegen zeige ich es immer wieder an demselben Beispiel. Und die ersten beiden Lösungen sind einfach und schnell und auch unkompliziert zu machen. Die Nahlinsen kannst du ja sogar noch auf einer Kompaktkamera verwenden. Jetzt möchte ich nochmal auf eine Methode zurückkommen, die sehr organisch ist und die ich auch für sehr empfehlenswert halte. Und zwar, was passiert, jetzt kommt der pädagogische Teil, wenn man an ein Motiv ran will. Na, es fährt aus. Es fährt aus. Und wenn man nicht näher ran kann, dann liegt das daran, dass dieser Tubus hier nicht weiter ausgefahren werden kann.
Da gibt es eine ganz einfache Geschichte. Die Geschichte nennt sich Zwischenring. Das sieht so ein bisschen aus wie die anderen Adapterringe hier. Rund und ein Loch in der Mitte. Aber es wird nicht vor das Objektiv gesetzt. Das würde ja hier auch absolut nichts bringen. Sondern wie der Name sagt, zwischen. Auch das muss ich jetzt nochmal der Vollständigkeit halber zeigen. Wird im Set angeboten. Ich habe jetzt komischerweise hier nur zwei. Nein, hier habe ich drei Ringe. In der Regel gibt es ein Set. So 10, 20 und 30 mm. Das gibt groß, grob einen Abbildungsmaßstab bei 50 mm von 1 zu 1. Auch da wieder die günstigen gibt es meistens im Set. Wenn sie ganz simpel gearbeitet sind und nur das Objektiv mechanisch verbinden, dann kostet so ein Set 20, 30 Euro. Wenn es noch elektrische Kontakte gibt, das hat jetzt also auch gar nichts mit Intelligenz zu tun, sondern wirklich nur mit elektrischer Übertragung, dann kosten sie 50, 60, 70, naja, vielleicht auch 80 Euro. Das kommt auch so ein bisschen drauf an. Ich habe auch den Eindruck, dass die alle aus diesem Typ aus derselben Fabrik kommen und je nachdem, was auf der Verpackung steht, ist der Preisunterschied. Der Originalring von Canon, den gibt es glaube ich in 10 und in 20 mm. Das sind so die werden von Canon auch einzeln verkauft. Da kostet der aber auch um die 100 Euro, der 10er und der 20er. Ich glaube, der ist dann auch nicht wesentlich teurer. Der kostet 120 Euro. Ist natürlich eine andere Hausnummer. Aber auch hier wieder die Überlegung. Man kann es ja erstmal mit dem preiswerten Set ausprobieren. Das gibt es von dem Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal. Aber die sind nicht so billig, dass man dann gleich frustriert ist und sagt, da verliere ich gleich die Lust. Also ich benutze diese Dinger ja auch, weil ich kein Makro-Spezialist bin. Und wenn man sagt, das Ding ist ganz schön, ich kann damit gut arbeiten, aber es ist mir zu hakelig, weil die mechanische Fertigung ist vielleicht doch ein bisschen schlechter als bei dem Original Canon. Dann kann man ja immer noch auf das Canon-System zurückgreifen. Und ob ich denn hier 50 oder 80 Euro versenkt habe für das ganze Set, das kann man weiterverkaufen, das kann man verschenken oder kann man als Backup-Lösung ja noch behalten, um dann irgendwann doch mal einen ganz langen Auszug zusammenzubasteln. Dann kann man ja alle zusammenstecken, wie man lustig ist. Ne? Und ich nehme jetzt hier einfach mal den 20 mm Ring. Und das funktioniert ganz so, roter Punkt, also die roten Punkte sind ja die Vollformate, hier auf roten Punkt, zack. Hier ist es ein weißes Quadrat, hier ist ein weißes Quadrat, aber stimmt das? Nee, hier muss man den Pfeil nehmen, die wissen auch nicht so ganz genau, was sie wollen. Bei Canon ist ja das weiße Quadrat für die EFS-Objektive. Hier muss man natürlich darauf achten, dass man das fürs richtige Kamerasystem kauft, denn auf der Seite muss natürlich der Bajonettanschluss für das Objektiv sein, auf der für das Gehäuse. Aber bei Canon und Nikon sollte es da keine Probleme geben. Auch Pentax K ist noch einigermaßen vertreten, vor allen Dingen, weil Pentax K das ja auch schon zu Analogzeiten hatte. Das spielt gar keine Rolle, ob von Digitalkamera oder nicht. Bei Nikon müsste das eigentlich auch geben. Hauptsache das Bajonett stimmt. Wie gesagt, elektrische Übertragung ist optional. Mal sehen, wie es jetzt geht. Man hat gesehen, auch hier bin ich wieder so ungefähr bei 10-15 cm. Der Vorteil ist, wenn ich die Zwischenringe mit elektrischer Übertragung genommen habe, dann funktioniert sogar noch der Autofokus. Er ist zwar ein bisschen zickig manchmal, es funktioniert die Blendensteuerung, man kann also abblenden für Tiefenschärfe. Man hat EXIF-Daten. Was man natürlich nicht hat in EXIF-Daten, ist ein Hinweis auf den Zwischenring. Ich weiß nicht, ob die Original-Canon-Ringe das machen oder überhaupt irgendwelche Ringe, dass sie in die EXIF-Daten reinschreiben. Hallo, ich bin der 21 mm Zwischenring. Auch da würde ich sonst empfehlen, aufschreiben, damit man für seine Notizen das reproduzieren kann, womit man gute Ergebnisse erzielt. Ich habe dir nun drei Methoden vorgestellt. Retro, Nahlinse und Zwischenring. Welche von drei Methoden ist jetzt die beste? Wie immer kann man gar nicht sagen, was die beste ist. Das musst du selber entscheiden, wie du arbeiten möchtest, wie du dein Temperament beim Experimentieren ist. Die Retro-Methode hat den Vorteil, du kannst einfach das Objektiv umdrehen, was du gerade auf der Kamera hast, und kannst damit was arbeiten. Das Gehäuse ist ja natürlich so ein bisschen
im kritischen Zustand, dass da Schmutz reinkommt und so weiter, dass du vielleicht, wenn du ein bisschen ungeschickt bist, ob dir das Objektiv aus der Hand fällt, da möchte ich natürlich nicht für haften. Aber es kostet dich keinen Pfennig mit dem zusätzlichen Umkehrring. Auf der anderen Seite ist der natürlich, kannst du das ein bisschen solider gestalten. Ich würde es halt nicht an einem F-Objektiv machen. Exif-Dart und sowas wird nicht übertragen. Auch sonst hast du keine Einstellung, aber es ist schnell und einfach möglich. Die Nahlinse ist wie durch die Lupe fotografiert. Kannst du für alle Objektive verwenden, Hauptsache der Durchmesser stimmt. Kannst du auch auf andere Systeme übertragen, wenn du mehrere Systeme hast. Mit Step-Down-Ring kannst du die auf verschiedene Durchmesser anpassen. Beim Objektiv, wenn es ein Systemobjektiv ist, beim Autofokus und Blendensteuerung und EXIF-Datenübertragung erhalten. Du musst dir nur merken, welche Linse du verwendet hast. Ist eigentlich auch eine ganz gute Methode. Der Qualitätsunterschied ist halt, wie gut ist die Linse gearbeitet. Und die ist natürlich meistens schlechter als die Linse, die im Objektiv deiner Kamera ist. Aber sie ist nicht so schlecht, dass man das total als Quatsch abtun kann. Und wenn du dich ja mit einem System angefreundet hast, kann man ja auch noch ein etwas besseres kaufen. Und zuletzt habe ich vorgestellt den Zwischenring. Der ist optisch neutral, weil er nichts anderes macht, als den Auszug zu erhöhen. Das ist eine saubere Methode, schluckt ein bisschen Licht, je nachdem wie lang der Auszug ist. Ist sonst aber organisch, also sprich das ganze System funktioniert einwandfrei weiter, Autofokus, Blendensteuerung, EXIF-Daten. Dadurch, dass hier keine Linse oder sowas drin ist, gibt es also auch keine optische Verfälschung. Für Leute, die gerne das Haar in der Suppe suchen, sagen natürlich, das ist kein Makroobjektiv, das ist nicht für den Nahbereich gerechnet. Aber es geht ja hier auch darum, günstig einzusteigen, ohne sich finanziell zu verausgaben. Vielleicht gefällt dir das ja auch gar nicht oder dir ist es denn doch alles zu mühsam. Denn Makrofotografie ist die technische Seite ja nur die eine Sache. Du musst ja auch die Motive finden. Pflanzen sind relativ dankbare Motive, aber auch hier sieht man, durch Windbewegung ist es schwer scharf einzustellen. Und wenn du dann auch noch Insekten fotografieren willst, dann krabbeln dir die weg. Das ist dann natürlich auch auf der anderen Seite, neben der technischen Seite, auch eine Geduldsfrage. Und wenn du dann erst schon viel Geld ausgegeben hast, dann ärgerst du dich vielleicht doch. Deswegen finde ich, man kann erstmal mit diesen Systemen einsteigen und auch manches Nicht-Makroobjektiv ist sehr, sehr scharf und da sollte man sich jetzt nicht durch Stammtischgequatsche von anderen Leuten irritieren lassen. Erste Erfahrung sammeln kannst du auch. Und wenn du schon erste Erfahrung gesammelt hast, dann würde ich ein breites Geld ausgeben, dann würde ich dir zu Zwischenringen raten. Damit kann man viel erreichen. Und es kommt auch auf das Objektiv an. Ich nutze auch ganz gern das 35 mm Weitwinkel von Canon F2.0. Das hat eine Naheinstellgrenze von 33 cm. Und das mit dem 10 oder 20 mm Ring erlaubt Makrofotografie auch freihand. Das waren jetzt übrigens auch alles Ratschläge. Fotografieren, wie ich es auch gezeigt habe, freihand. Ja, wenn man dann in größere Maßstäbe vordringt, dann braucht man natürlich noch weiteres Zubehör und das werde ich dir in einem anderen Video erklären. Bis dahin, nicht vergessen, Fotos machen.